98 Gaming ist am Start. Heute habe ich ein weiteres Video für euch. Heute zeige ich euch, wie ihr eure getunten Autos noch tiefer legen könnt. Also der Trick ist jetzt nicht der neueste, aber ich habe immer wieder gesehen, dass die meisten irgendwie immer noch keine Ahnung davon haben oder einfach keinen Bock haben, sich die Mühe zu machen. Ich finde aber, sieht halt noch geiler aus, wenn die Autos noch ein bisschen tiefer sind. Also ihr könnt die Felgen bzw. die Räder richtig in den Radkasten reinbringen. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr fahrt ganz normal in Los Santos Customs rein. Wichtig ist halt beim Tunen, dass ihr bei der Panzerung keine Panzerung gewählt habt. Also die einfach weglassen. Die meisten haben dann sowieso immer alles mitgetunt, weil sie Angst haben, wenn sie in der Online-Lobby sind, dass sie da in die Luft gejagt werden. Aber wenn da einer mit Panzerfaust oder so drauf knallt, passiert das sowieso. Wenn ihr dann bei den Felgen seid, könnt ihr euch die Felgen auswählen, die ihr am liebsten haben wollt. Wichtig ist, dass ihr da nicht diese schusssicheren Reifen wählt, weil sonst klappt das nicht. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wieder rausfahren, ganz normal. Und dann zeige ich euch den kleinen, aber feinen Trick. So. Danke nochmal an alle Abonnenten, die bis jetzt abonniert haben. Sind zwar erst 45, aber 45 ist ja schon mal ein Anfang. Danke nochmal an der Stelle. So, wenn ihr jetzt aus Los Santos raus seid, keine Panzerung und keine schusssicheren Reifen gewählt habt, nehmt ihr am besten hier diese Sniper, aber dieses schwere Scharfschützengewehr. Dann zielt ihr auf die Radnabe und dann seht ihr schon, erste Mal runtergekommen und nochmal runtergekommen. Da heißt, immer auf die Radnabe zielen, einfach drauf schießen. Und dann seht ihr, wie der zweimal absackt. Also noch tiefer als zuvor. Jetzt könnt ihr natürlich gucken, bei manchen Autos sieht das gut aus, wenn ihr beides gleich tief macht. Ich habe jetzt an der Stelle hinten nur einmal und vorne zweimal gemacht. Dann habt ihr so eine Keilform. Könnt ihr halt selber entscheiden. Bei manchen Autos, wie zum Beispiel beim Porsche, wenn ihr hinten zweimal macht, dann sieht das ein bisschen komisch aus, weil dann so ein kleiner Bug entsteht. Dann seht ihr durch den Kotflügel den Reifen durchschimmern. Das sieht ein bisschen scheiße aus. So, jetzt zeige ich euch nochmal, dass ihr natürlich hinten auch nochmal eine Stufe tiefer gehen könnt. Hier seht ihr aber vorne nochmal, wie tief der jetzt steht. Sieht richtig geil aus. So, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Und ja, jetzt mache ich halt nochmal eine Stufe tiefer. Ich zeige euch aber jetzt auch, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ihr das falsch macht. Bei manchen Autos ist es der Fall, dass ihr zwischen dem Holm und den Reifen reinschießen müsst, sonst kriegt ihr den nicht tiefer gelegt. Ist immer unterschiedlich. Aber an der Stelle, wenn ich jetzt hier reinschieße, kann sein, dass das Auto explodiert. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn das der Fall ist, wenn das Auto explodiert ist, ruft er einfach Lester an, weil beim explodierenden Auto entstehen natürlich wieder Polizeisterne. Einfach Lester anrufen, Fahndungslevel entfernen, dann könnt ihr bei Morse Mutual anrufen, dann euer Fahrzeug zurückholen lassen und dann lasst ihr euch das Fahrzeug normal von dem Mechaniker bringen und dann könnt ihr die ganze Sache nochmal von vorne machen. Also wie gesagt, bei manchen Fahrzeugen müsst ihr auf die Radnabe schießen. Dann gibt es Fahrzeuge, da müsst ihr zwischen dem Holm und den Reifen schießen. Oder es gibt auch Fahrzeuge, da müsst ihr bei der Bremsscheibe auf der unteren Kante drauf schießen. Müsst ihr einfach mal austesten. Aber bei den meisten Autos funktioniert der ganze Trick. Und ja, gibt zwei, drei Autos, wo leider nicht klappt. Aber ich sag mal, bei den meisten Autos klappt der Trick. Ja, und das war es eigentlich im Prinzip. Ich habe schon wieder öfter mal auf dem Tuning-Treffen gesehen, dass die meisten halt einfach die tiefste Stufe in Los Santos wählen mit den Federn, aber so könnt ihr halt nochmal ein bisschen mehr rausholen und sieht halt richtig geil aus. Ja. Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze ausprobiert habt und wie gesagt nochmal danke an der Stelle für die 45 Abonnenten. Ich bin raus. Ciao.